Braucht es ein Gesetz gegen Diskriminierung von sexuellen Minderheiten? Der Willi Knecht von Geissfeind? Nein, da seine Argumente. Ja, ich tue das neue, die Erweiterung von dem Gesetz ablehnen. Es ist aus meiner Sicht auch kontraproduktiv, das Ablehnen, vor allem aus dem Grund, ich bin der Meinung, dass eine Drohung oder eine Beschimpfung eine Rübe nachredet, das kann man mit dem heutigen Strafgesetz schon zweckmässig kann man das bekämpfen. Und einfach, wo der ein Hass, ich bin auch gegen Hass, das ist richtig, das darf man nicht machen, das muss nicht sein. Aber das ist natürlich auch immer, wo ist der Hass, wo hört er auf? Ich denke einfach für eine Meinungsfreiheit, für ein freies Gedankengut, ist das Gesetz einfach kontraproduktiv. Es nützt auch im Betroffenen selber, in der Minderheit. Bin ich der Meinung, ich habe in meinem Umfeld auch Schwule und die meisten tun das ablehnen, aus dem Grund, wo sie sagen selber, in mir nützt das Gesetz nichts, im Gegenteil. Das ist meine Erfahrung, die ich habe. Also ich bin der Meinung, in einer Gesellschaft hat eine Meinungsfreiheit, das ist noch nie schlecht gewesen, wie mehr Meinungsfreiheit, wie frei ist die Gesellschaft. Ich bin der Meinung, wenn man nur etwas ein Gesetz macht, damit man neues oder frisches und mehr Juristenfutter hat, dann bringt das in der Bevölkerung und speziell in der schwulen, in der gleichgeschlechtlichen Gesellschaft nichts, im Gegenteil. Die Frage ist natürlich auch noch, was kommt als Nächste? Wenn man jetzt die Minderheit durch das Volk Ja sagt zu dem Gesetz, dann tut man das natürlich akzeptieren, aber was kommt als Nächste? Was kommt als Nächste? Kommen als Nächste Veganer? Kommen Behinderte? Kommen die Alten? Kommt sonst eine andere Minderheit danach? Kommen die Raucher zum Beispiel? Kommen am Schluss mehr Bauern? Es gibt eine Haufen Gesellschaft, die natürlich an Pranger gestellt werden, kann man sagen. Und der Hass, was ist Hass? Oder? Und ich bin ein wenig, das gibt kein Ende. Oder? Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die aus Minderheiten besteht. Und das wäre wirklich für die Gesellschaft schlecht. Findest auch du, der Willi Knecht, hat recht. Dann gib dem Video dein Like. Schreib deine Meinung unten in den Kommentar oder ruft uns an auf Tele Zentralschweiz 041 970 0505 und sag uns deine Meinung. Die Anzahl der Likes wird regelmässig im Fernsehen auf Tele Zentralschweiz veröffentlicht. Also, vote jetzt!